Wir haben alle Zutaten. So, mein Lieber, dann trink mal deinen Heiltrank, dann geht es dir besser. Oder kipp es über die Wunde. Seems I owe you another one. Boy, I was in bad shape. I didn't think I'd ever. Was ist das für ein Zeug, Alter? Das klang nach einem Frauenschrei. Ich nehme an, das Baby. Ich habe keine Zeit, ziellos herumzumachen. Der Fahrer ist durchgedreht und hat das Baby entführt. Ich muss ihn einholen. Das Heimelt hat den Fahrer tatsächlich wieder auf die Beine geholfen, aber dann ist er plötzlich völlig durchgedreht. Der Schwarznebel packte ihn und er war wie besessen. Und nicht nur das, er hat auch das Baby entführt und ist in das Maisfeld geflüchtet. Ich muss ihn aufhalten. Go get the baby. I'll take care of this poor girl. Go get the baby. I'll... Ein Dollar? Go get the baby. Nee, ich hab doch gar nicht... Immer ein Schirm. Ja, okay, okay. I'll take care of this poor girl. Ich geh ja schon. Jetzt wird's aber dramatisch hier. So, hier ist nichts mehr, ne? Die Frau kann mir vielleicht helfen. Ich sollte mit ihr sprechen, was ich brauche. Das ist eine Frau. Oh, wie gruselig. Frau des Motelbesitzers. I don't want my husband to see us together. Take this. It will help you with the gate to the cornfield. Okay, also steckt der Mann dahinter, oder wie? Und die Frau will nur raus. War das die Frau des Motelbesitzers? Sie klang, als wollte sie wirklich helfen, aber kann ich ihr vertrauen? Das ist die Frage, ne? Wer war das denn? War das die Frau des Motelbesitzers? Warum hat sie mir geholfen? Ich dachte, man wäre Gästen hier eher abgeneigt. Ja. Das wissen wir schon. So war es. Der Hinweis. Anscheinend muss man hier noch etwas haben. Wie war das nochmal? Wir hatten doch hier. Hat man davon nicht ein Foto gemacht? Wir haben auch andere Leute nach dem Hotel zu verschwinden. Der Fall wurde nie gelöst. Ich glaube, durch das Foto berührt bin ich in der Hilfe. Nein! Das will ich nicht. Da war doch. Das kann ich jetzt nur raten, aber da war doch... Also ich weiß, dass diese drei hier waren, aber... Ach so, Moment mal. Also von jedem dieser drei Punkte muss eins drin sein. War das das Maisfeld? Die Sonne oder der Mond? Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal die Sonne. Das Kind.
Und ich glaube, das muss man... in der richtigen Reihenfolge auch hinmachen, ne? Ja, aber wie war das nochmal? Gibt es nicht irgendwo... das Foto noch? War doch irgendwo dieses Foto. Das hat mir, glaube ich, im Polizeiwagen gesehen. Aber ich kann dir nichts nicht mal drauf tun. Das muss doch in meiner Kamera sein. Genau hier war es doch. Na ja, super, jetzt sehe ich es natürlich hier, aber tut man sich ja nur spoilern. Ich dachte, ich hätte das Foto irgendwo. Naja. War auf jeden Fall der Nebel. Dann war hier das hier, ne? Versuche ich es einfach mal so zu lösen. So, das hier. Dann das Haus. Maisfeld. Oder war das Kind am Ende? Nein, ich wollte nicht überspringen. Ich wollte erneuern. Hätte ich wenigstens ein Foto hier, ne? Oh ne, hatte ich jetzt nicht eben so? Probier es nochmal. Nein. Und der hier und der hier so. Dann machen wir mal so. Nein! Weg damit! Auch nicht. Ja, aber auf welchem Foto denn? Ach so, das wird mir erst jetzt gezeigt. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Dann weiß ich natürlich es. So, die Sonne ist ganz hinten. Ey! Dann kommt das Maisfeld. Und dann kommt das Haus. Dann kommt der Typ, dann kommt die Mutti, dann kommt das Kind. Passt das doch schon. Dann ab ins Maisfeld. Oh, ein Dollar. Eine Krähe. Als ob diese Vogelscheuche nicht schon unheimlich genug wäre, ist diese Krähe, will mir auch nur die Augen auspicken. Ja, die Krähe ist gruselig. Oh, ein Schlüssel. Ach, hier ist er ja. I don't understand. I would never do anything like this. It was like something had control of me. Well, thank goodness, it's over.
Whatever it was, is long gone. Der Nebel ist wieder da. Ein Glück ist das Baby hier. Und wieder ein Dollar. Da kommt Kleines. Runterspringen kommt auf gar keinen Fall in Frage. Ich kann den Boden gar nicht sehen. Ich brauche ein Seil oder sowas. Ich würde erstmal das Baby nehmen. Was ist runtergegangen? Sind wir eigentlich eine Frau? Ich weiß gar nicht, ist der Charakter männlich oder weiblich? Gott sei Dank, das war knapp. Ich muss mich beeilen, um den Kleinen zu seiner Mutter zu bringen. We managed to open the trap door. I think we should hide in here until... Als ob so ein kleinen Riegel das alles verscheucht. Oh, es hat auch noch Asthma. Schwarze Nebel verfolgt mich. Diesmal hat er Betty erwischt. Jetzt muss ich nicht nur den finsteren Keller runtersteigen, sondern auch noch mit der besessenen Frau anlegen und den Inhalator wiederkriegen. Noch weiß ich ja gar nicht. Er wird mir jetzt weggeschnappt. Please, help me. Oh nein! Die alte Frau ist besessen und hat sich den Inhalator geschnappt. Ich muss ihn zurückkriegen. Dann legen wir uns mit der guten Frau mal an. Please, help me. Boah, krass hier. Gott, ist das dunkel hier unten. Ich kann förmlich spüren, wie mir die alte Frau hier in irgendeiner Ecke auflauert. Keine Reaktion vielleicht, kein Strom da. Sicherheit kein Strom da. Frage ist nur, wie kriegen wir den Strom an? Kühlschrankschlüssel. Ich kann noch von hier weg ohne ihren Inhalator. Könnte sie sterben. Ja, aber hier ist es doch dunkel. Ich muss erstmal. Was soll ich denn jetzt machen? Ist das ein Bug? Also wird's komisch. Ach, die Taschenlampe. War aber jetzt dumm wegen der Taschen. Ich hab doch Taschenlampe dabei. Junge, wer stellt sich sowas in den Keller? Das Mädchen, was vermisst ist, und da liegt irgendwas, das muss ich wahrscheinlich kriegen. Polizei, die Suche nach dem vermissten Mädchen. Die Arme, seitdem hat sie wahrscheinlich nie jemand gesehen. Schatulle? Ein Herz. Der Inhalator. Ich muss den rauskriegen. Bevor die alte Frau mir in den Nacken springt. Ein Roboter. Was ist eigentlich hier los? Hat der Motelbesitzer den Verstand verloren? Und hat angefangen, Blechleute zu bauen?
Ja, und hier kommt das Herz rein, ne? Da steckt noch was drin. Kann ich denn das Teil hier reinkriegen? Was soll das denn sein? Ah, hier ist doch... Wieso will ich überhaupt die Wäsche anmachen? Okay, ich muss also ein Herz da reinmachen. Dann gucke ich mal hier. Was für ein kunstvolles Schloss. Der Turm fehlt. Ja, jetzt habe ich wenigstens einen Griff. Was haben wir hier? Dieser Schlock passt überhaupt nicht. Da muss irgendwie ein Ding befestigen. Ja, nehmen wir doch die Muffe hier, ne? Nimm die Muffe. So. So funktioniert die Pumpe nicht. Der Generator ist leer. Ich muss etwas Benzin abtreiben. Ich brauche etwas Längeres und Breiteres. Ja, ich habe doch hier ein Ventilrad. Ein Griff. Ja. Das hier ist ein Hinweis. Ein Roboter vermisst sein Herz, wie der Maschinenmensch aus der Geschichte. Ein Klassiker. Ah, aber interessiert mich weniger. Ich will eher das Teil aufkriegen, ne? So. Dann muss ich hier dieses Rätsel eben lösen. Aber ich glaube hier... Ach, Moment. Hier, der Griff. So, jetzt kann ich das Teil lösen. Ah, guck mal. Der kommt da an. Der ist kleiner als der. So, plus der, der. Nein. Ach nee, das ist nicht kleiner oder größer. Das ist... Nee, Moment. Auch nicht, Moment. Was hat das jetzt hier zu bedeuten? Plus ist hier. Der Stern ist da und dieses Dreieck ist hier. Und da muss ich jetzt erstmal durchschauen. Habe ich noch nicht ganz gerafft. So. Jetzt habe ich alle links. Das ist Plus. Mach da.
Dann der nach da. Das zweimal. Was heißt denn hier dieses zweimal? Steckt noch was drin. So, und jetzt haben wir den Eimer noch da. Ach so. Der hier ist eins von denen, aber zwei von dem. Auch nicht. Eins von dem. Wie meinen die das hier mit dem Pfeil? So. So, da steckt auch noch was drin. Der geht nach da, nach da. Aber so kann es überhaupt nicht sein, ne? So, nach allen möglichen Kombinationen. Ich habe bestimmt schon längst alle ausprobiert. Doch eh nur 9. Bin ich total am Probieren, ne? Einmal nach da, zweimal nach rechts. Nee. Wenn das wenigstens immer so erklärt worden wäre, wie die das meinen. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube schon, dass der so... Oder meine ich das so?